Herzlich willkommen zu meinem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten angefangen, uns anzusehen, wie man den Rahmen von HTML-Elementen definiert. So, und beim letzten Mal hatten wir uns angesehen, wie man die Breite und den Stil setzt. Und diesmal zeige ich euch, wie man die Farbe verändert. So. Dazu gehen wir gleich mal in unser Dokument hinein. So, und ich gebe ein border-color, einen Doppelpunkt und dann die Farbe purple. So, und denkt bitte daran, ihr könnt hier auch immer Hexadezimalzahlen setzen für den Farbwert und das dann mit einem Hashtag davor, damit er das erkennt. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Hatten wir ja schon, aber ist ganz gut, das immer mal wieder zu sehen. So, wir haben einen schwarzen Rahmen und der sollte uns jetzt lila erscheinen. Und warum hat er es nicht gemacht? Weil ich das nicht abgespeichert habe, was ich programmiert habe. Das muss man natürlich tun. So, jetzt ist der Rahmen lila. Und ja, 3 Pixel Breite durchgezogen. So, jetzt möchte ich euch noch etwas anderes zeigen. Wir hatten hier unten diesen Hashtag Green, der auf einen Identitätsselektor zeigt. Hier auf dieses ID ist gleich Green. Und da möchte ich jetzt auch mal einen Rahmen drum setzen. Ich denke, das ist auch ganz interessant, weil eben dieser Link oder dieses Element sitzt mitten im Text drin. Was macht er denn mit einem Rahmen, wenn das mitten im Text drin sitzt? Ja. So, ich definiere die Font Border, na sowas, Border Width mit einem Pixel, Border Style möchte ich mal gedottet haben, also gepunktet. Und die Border Color nehmen wir einfach mal Red. So. Darf nicht vergessen abzuspeichern. So. Und jetzt gucken wir uns mal hier an, was hier passiert. Und ihr seht, er setzt uns einen kleinen einen Rahmen darum mit feinen roten Punkten. Beachtet bitte auch, wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass der Rahmen, den der um den Text herum gesetzt hat, der läuft über dem Rahmen, der um den ganzen Paragraphen, also um den ganzen Absatz steht. Ja. So. Und das können wir jetzt mal ausnutzen und sagen, ich möchte mal 15 eine Rahmenbreite von 15 Pixeln haben, dann müsste der mir ganz dicke Punkte setzen. Und gucken mal, wie das optisch aussieht. So, und jetzt seht ihr, der hat zeigt uns zwei verschiedene Sachen. Das hat ein bisschen was mit dem mit der Art und Weise, wie Elemente auf den Bildschirm gebracht werden, auch zu tun. Der rote Rahmen, das sieht scheußlich aus, aber okay. Wenn es hilft, um etwas zu verstehen, ist ja gut. Der rote Rahmen geht über den Rahmen von dem Paragraphen oder dem Absatz, wird er angezeigt, aber unterhalb des folgenden Textes. Und wichtig ist zu sehen, der Rahmen schiebt den Text nicht so auseinander, dass es dort keine Überschneidungen gibt. Das ist das erste Wichtige, was ihr seht. Das zweite Wichtige ist eben, dass der eine Priorität hat, wie der Elemente auf den Bildschirm bringt. Und da sind sozusagen die darüber liegen oder die umfassenden Elemente mit ihrem Rahmen nicht so wichtig wie die Elemente, die darunter liegen mit ihrem Rahmen. Das heißt also, ich kann Rahmen verschachteln, aber die innenliegenden Rahmen haben eine Priorität, eine Bevorzugung vor den umfassenderen Rahmen. Und die wichtigste Priorität hat der Text. So.
Okay, das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt Ideen bekommen, was man noch alles mit solchen Rahmen anfangen kann. Wir sind noch längst nicht fertig. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man einzelne Seiten von dem Rahmen unterschiedlich gestaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal.